Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich werde doch gleich die Kamera switchen, damit wir halt die von oben haben, dass wir besser auspacken können. Da werde ich jetzt aber nur ein Video machen, Unboxing und Hardware, weil da ist nicht viel auszupacken. Und zwar ist das wieder so ein Multi-Translator. Da habe ich die Anfrage bekommen, ob ich das Ding vorstellen möchte. Und ich fand die Dinger damals schon interessant. Ich wollte mal gucken, ob die sich jetzt. Ich hatte ja auch mal so ein Ding, ob die sich weiterentwickelt haben, wie weit die we sich weiterentwickelt haben, wie schnell die geworden sind und ob sich bei der Software was geändert hat und all drum und dran. Da werden wir ein Unboxing und ein Hardware-Video einmachen, also Unboxing und Hardware gleich zusammen jetzt in diesem Video angucken. Und später wird es dann ein Hardware-Check-Video geben, wo ich dann mit der Großen zusammen, also mit meiner großen Tochter, das Ding testen werde. Also jeder kriegt so einen Knopf ins Ohr und sie liest mir was auf Englisch vor und ich sag, was der zu mir gesagt hat. Und das wird ja dann gleich simultan übersetzt für sie und sie sagt, ob das im Englischen dann bei ihr auch wieder so ankommt, wie sie das aufgeschrieben hat. Sie arbeitet da gerade so einen Zettel aus mit ein paar Fragen, ein paar Sätzen und da wollen wir mal ein bisschen testen. Und später, meine Frau möchte nicht vor der Kamera, werde ich es auch noch außerhalb vom Video in Deutsch-Polnisch testen. Und ja, wir fahren ja sowieso nach Polen mal einkaufen und Lebensmittel und tanken und so. Wenn das gut ist, kann man die ja auch mal mitnehmen und dann als Übersetzer in Polen benutzen oder so. Könnte man dann mal machen. So, das soll es jetzt so gewesen sein. Ich switch die Kamera, wir sehen uns gleich wieder. Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. So, wir haben die Kamera mal geswitcht. Ich zoome mal ran. Ah, nicht so weit. So. Und das ist der Translator. M2 Translator Airbuds. Timekettle oder so heißt die Firma. Ja, ist halt doof, wenn man kein Englisch kann. Aber gleich können wir mit Übersetzer. Wir machen jetzt hier halt nur ein Unboxing und Hardware-Video in einem, weil da ist halt nicht so viel, was man unboxen kann. Aber ich werde dann nachher oder morgen mit meiner großen Tochter ein Video aufnehmen, wo wir die denn testen werden, weil jetzt ist schon zu spät. Da werden wir die dann testen und ihr werdet auch die Große sehen. Die wird mir dann auf Englisch Fragen stellen und ich werde die dann beantworten. Oder ich werde halt sagen, was der mir gesagt hat. Ja, verpackt sind die schon mal ganz schön. Hier haben wir hier so eine Außenverpackung. Dann in verschiedenen Sprachen. 93 Länder sollen unter plus. Ach so, ich glaube, das soll so, ja, Dialekte heißen oder so. 93 Länder und 7 Dialekte. Na, da bin ich mal gespannt. Ich muss ja auch erstmal die Software runterladen. Ich denke mal, der wird auch wieder über die Software funktionieren. Der kommt doch hier. Put, 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 put. Gut, Kameras. So. Was haben wir denn hier? Was ist ja süß. Pin. Ach, hier habe ich meinen Pin. Aber für was die Fischkarte ist, ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Vielleicht stellt sich das gleich noch raus. Entry Card. Und hier haben wir das User Manual. Wir gucken erstmal, steht hier irgendwo. Ah, Deutsch. Hier steht es zumindest vorne gleich drauf. Deutsch Seite 35. Oh, Farbbilder, leck mich am Arsch. Also, da hat sich aber einer Mühe gegeben.
Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist ein grüner Punkt. Irgendwo ist blau. Aber auch hier, wir haben Farbbilder. Also nicht nur so schwarz-weiß oder so, sondern richtig, richtig farbige Bilder. Ach, hier ist so die App. Die werden wir doch gleich mal runtersaugen schon mal. Wir sollen die jetzt hier aufmachen. Die sind halt auch nur mit Magneten getrennt. Also ist jetzt nicht so wie von iPod oder so, wo ihr eine Klappe habt. Die sind halt mit Magneten hier getrennt. Einfach auseinander machen. Die haben auch hier eine Seitenmagneten, dass die halten. Das kenne ich von meinen alten Kopfhörern schon. Auf die Seite halten sie auch. Ja, aber so, man ist halt schöner, wenn zack. Und dann kann man halt so machen. Egal. So. Step 1. So, jetzt werden wir sie rausheben. Ach, hier. Na. So, Aufkleber ab. Das ist dafür, dass die dann halt hier drin beladen werden können. Dafür ist dieser Sicherheitsaufkleber. So. Wir machen nochmal von vorne. So, wir haben die jetzt rausgenommen. Hier seht ihr sie. Und was ich geil, ich zeige euch auch gleich, was ich geil finde. Hier ist auch noch ein Sicherheitsaufkleber wegen Laden. So. Und hier auch an. So, jetzt haben wir die Bäder an. Und jetzt sollen wir Bluetooth anmachen. Bluetooth ist an. Und wir sollen die verknüpfen. Timke M2, da sind sie doch. Zack. Koppeln. Koppeln. Ach, der Gimbal steht auch noch drin hier. Smartphone-Gimbal. So, wir sind verbunden. So. Hier sehen wir dann auch noch mal praktisch das Video. Steht dann auch mit Bluetooth verbunden und die Kopfhörer, wie weit sie Energie haben. Also mit dem Sonnenlicht, das stimmt jetzt nicht in der App, aber ist okay. Timke M2 habe ich gemacht. Pairing habe ich auch gemacht. Jetzt hat sie einen dunklen Mo einen hellen Modus zurückgewechselt. So, Timke. Könnte aber warum die jetzt in den hellen Modus? Ja, gut. Es kann möglich sein, dass. Dass im hellen Modus mehr zu sehen ist. Ich hatte das auch schon mal. Das musste man den Modus wechseln. Das habe ich bei der PlayStation und bei der Xbox-App zum Beispiel, dass bestimmte Sachen schwarz geschrieben sind oder grau geschrieben sind und nicht von dem dunklen Modus mit übernommen werden, dass sie dann halt ein helles Grau kriegen oder so. Die bleiben dann so und dann sieht man die halt nicht mehr. Und dann kann es schon passieren, dass man dann halt bestimmte Informationen oder bestimmte Sachen hier nicht lesen kann. Ich kann euch das gerne mal demonstrieren an der PlayStation-App zum Beispiel. Hier unten die Icons zum Beispiel sind alle weiß. Hier oben die sind auch weiß. Und wartet. Na komm, wieso zoomst du jetzt nicht? So,
Ich zeige euch das jetzt und jetzt wechsle ich einfach mal nur in den dunklen Modus und dann sieht man die Icons nicht mehr und hier sind sie sehr schwer zu erkennen. Also ihr seht sie jetzt besser, also für mich ist jetzt direkt davor, ist es schwerer zu erkennen und teilweise hast du in der Xbox-App zum Beispiel Icons, die du gar nicht mehr siehst, wenn du den dunklen Modus drin hast. Ja, also deswegen hat sie wahrscheinlich in den hellen Modus gewechselt. So. Bin doch verbunden oder nicht? An. Ja. Den Aufkleber jetzt hier dran. So, da sind sie. Wir können sie jetzt koppeln oder entkoppeln. So, wir wollen sie koppeln. Ja. Mit Bluetooth verbunden. Bestimmen sie. Ja, da können wir jetzt sehen hier den Akkustand. So. Shit. Textübersetzung. Oder warte mal, wir haben mich. Aufladen. Fünf Fische, 10 Fische, 30 Fische. Ach, dafür musst du Geld bezahlen. Verbleibendes Guthaben. Aha, also ich, oh, Entschuldigung. Also ich muss die Fische aufladen. So. Ich habe meine Fischekarte aufgeladen und habe 30 Fische. Seht ihr das? Da oben, 30 Fische. So. Offline-Übersetzer. Dafür rüber jetzt das Englische. Chinesisch-Deutsch bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Englisch-Japanisch, Russisch, das brauchen wir alles nicht. So, bestätigen. Bestätigen Sie. Erledigt. Herunterladen. Herunterladen. So, jetzt ladet er hier. Ich hoffe, das Video eben hat gerade oder die gerade aufhört, aber funktioniert auch. Weil ja, meine Kamera halt da nicht reparieren kann. Da konnte der Camcorder schon, aber naja. Ich lade jetzt gerade Englisch-Deutsch runter. Muss ich das jetzt die ganze Zeit laufen lassen? Ich muss es komplett laufen lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie groß die Datei ist. Der sagt jetzt hier, der ist jetzt hier etwas langsam. Ist gerade mal bei 3,9%, 4%. Da würde ich sagen, dann mache ich hier kurz einen Cut. Wir warten ab, bis der jetzt aufgeladen hat. Ich packe die jetzt hier nochmal.